9. März, 2.24, 20 Uhr knapp. Palästina-Demonstration, Teil 5, 4. Ich bitte euch, wir haben den heiligen Koran, wir haben den Ich bitte euch, immer wieder Dua für diese Brüder und Schwestern zu machen. Hört nicht auf, Dua für die zu machen, dass wir es überstehen, dass wir inshallah gemeinsam bei Al-Aqsa beten und gemeinsam inshallah in Gaza beten und Gaza rausgehen und reingehen, so wie es wollen. Ich bitte euch, macht so viel Dua wie Gott. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 6 Monate Genozid, 6 Monate ununterbrochen auf die Straße gehen. Ein Phänomen, das es so noch nicht gab. Wo Menschen vor laufender Kamera massakriert werden. Auf eine ganz schlimme Art und Weise, die die Welt noch nicht gesehen hat. Krankenhäuser bombardiert. Journalisten gezielt ermordet. Krankenpersonal und Ärzte bombardiert. Kinder, die ohne Betäubungsmittel operiert werden. Kinder, die durch Hunger sterben. Und das, was die falschen Politiker des Westens sagen, wir verurteilen das Ganze. Und das ist die grundlegende Problematik. Wir müssen verstehen und uns in unser Bewusstsein einkriegen, dass wir nicht hier sind, weil wir nach Unterstützung fordern, so wie es der israelische Besatzer macht. Einen Genozid beginnen, einen Krieg beginnen und dann nach Unterstützung fordern. Und das ist der Unterschied zwischen uns und dem Besatzer. Wir fordern keine Unterstützung. Wir sagen, geht aus unserem Land. Lasst die Finger von Sachen, die euch nichts angehen. Das ist das, was wir fordern. Mehr nicht. Hört auf, die Friedenspolizei zu spielen im Nahen Osten. Ihr habt im Nahen Osten nichts zu verlieren. Merkt euch das. Prägt euch das ein. Ihr wollt die Ukraine schützen? Macht das. Macht das. Aber lasst die Finger von Palästina. Lasst die Finger von Sachen, die euch nichts angehen. Das ist das, was wir fordern, mehr nicht. Und wenn ihr diese Forderung einhält und zustimmt, dann hört das alles hier auf in Berlin. Dann seht ihr uns hier nicht mehr. Weil dann bereiten wir unser Recht auf Rückkehr vor. Und so funktioniert das. Das ist das, was wir wollen. Merkt euch das, kriegt euch das ein. Wir sind stur, ihr werdet uns nicht los. Wir gehen weiter auf die Straße. Bis ihr all diese Forderungen eingestellt habt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euer Ramadan annehmen. Vergesst eure Geschwister nicht im Dua, weil das ist die stärkste Waffe, die ein Mu'min besitzt. Und zusätzlich dazu, sucht euch im Ramadan keine Entschuldigung, nicht auf die Straße zu gehen, nur weil ihr fastet. Die Kinder in Gaza habt gar nichts. Und schämt euch, wenn ihr nicht auf die Straße im Ramadan geht. Ein Riesenapplaus für alle. Meine liebe Brüder und Schwestern, wir haben unseren Chef Bahar hier, der macht jetzt ein bisschen Dua für unsere Brüder und Schwestern in Gaza, für den heiligen Monat, gemeinsam mit Schamallah. سيدنا ومحمدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
على أبي وصحبه وسلم. اللهم ارحم شهداء قصد وفلسطين، اللهم ارحم شهداء قصد وفلسطين وسائر شهداء المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا الله، وجاف الأرض عن جنبيهم يا الله. اللهم أكفلهم دارا خيرا من ديارهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم دمم جرحى فلسطين وغزة. اللهم كن لهم معينا يا الله. اللهم وانتقم من الظالمين الجبارين. اللهم من كان عدوا للمسلمين فخذه أخذ عزيز مقتدر يا الله. اللهم انصر أهل غزة والضفة وفلسطين على أعدائهم أعدائك يا الله. اللهم فرج عليهم يا مفرج الهموم والكروب يا الله، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اغفر لنا وارحمنا إذا ما سرنا إلى ما ساروا إليه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم وجزي الحاضرين عن أهل شهداء غزة خيرا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. كلنا سوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيكم جميعا. الله سبحانه وتعالى يجعل هذا السعي منكم وقدومكم وسعيكم في ميزان حسناتكم. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجركم. الله سبحانه وتعالى يجعله في إمدادكم، وعندما ترونه تنسرون به إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. بارك الله فيك. Meine lieben Brüder und Schwestern, wie ihr wisst, hat er verlegt, hat nicht mal. Wie ihr wisst, haben wir den Monat Ramadan. Ich sag's nochmal, macht zu gut, es geht zu viel, es geht zu hart. Wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, wenn ihr auf dem Rückweg seid, bevor ihr es tut, macht es, tut, macht jedes Gebet. Betet, macht Dua, macht Dua, macht Dua. Weil Wallahi, Wallahi, liebe Brüder und Schwestern, Alhamdulillah, wir sind Muslime. Wir Muslime glauben an Allah. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, der Rest, Allah subhanahu wa ta'ala uns den Weg weisen wird. Und wir glauben an ihn. Und deswegen haben wir diesen Geduld. Und
die wir hier stehen. Und deswegen, ich bitte euch, einen riesen Applaus an den Chef, an meinen Bruder Adam. Der das heute veranstaltet hat. Und aus diesem Grund übergebe ich jetzt den Mikrofon, damit ich es beenden kann. Ich bedanke mich an euch, liebe Brüder und Schwestern. Vertraut auf Allah und auf niemand anderen.